Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vortrag zum Thema Prävention. Mein Name ist Dr. Markus Stöcher und heute geht es um unsere zweite wirkliche Angstkrankheit neben den Krebserkrankungen, nämlich der Demenz und dem Alzheimer. Und wie in den letzten Vorträgen schon immer mehr ich mich in die Richtung einer ganzheitlichen Prävention hoffentlich entwickelt habe, so möchte ich es heute auch für die Demenz- und Alzheimer-Erkrankung versuchen. Alzheimer ist eine Angstkrankheit, weil jeder für sich im Alter Herr über sein Leben sein möchte und nicht irgendwie durch, wie der Titel heute heißt, das große Vergessen nicht mehr über sein eigenes Leben bestimmen kann. Bei Demenz und Alzheimer denkt jeder, ja, Demenz ist eine Krankheit, mit der man leben kann. Alzheimer ist keine Krankheit, mit der man leben kann, mit der stirbt man. Und so möchte ich es auch heute für die, die noch gar nicht sich mit diesen Krankheiten auseinandergesetzt haben, halten. Wir reden von einer Krankheit mit verschiedenen Ausprägungen. Auch wenn die Schulmedizin es ein bisschen anders sieht, ich von meiner Sparte sehe es so. Zu meiner Person, bevor ich noch ins Detail gehe, ich bin kein Arzt, ich bin Doktor der Biologie, der Genetik, der Naturwissenschaft. Das heißt, ich sehe Dinge immer ein bisschen aus einem biologischen, ganzheitlichen Aspekt raus, als nur durch einer wissenschaftlichen, medizinischen Sicht. Und wenn man so allgemein sagt, okay, was haben wir bei den neurologischen Krankheiten, dann haben wir die neurodegenerativen Erkrankungen, um die es heute geht. Wir haben aber auch die Gruppe der neuroentzündlichen Erkrankungen, die nicht weniger schlimm sind bzw. weniger gefürchtet werden, wie zum Beispiel die MS, die Multiple Sklerose, die ALS, die amyotrophe laterale Sklerose. Wir haben den Autismus als Erkrankung der Kinder von Geburt an oder auch nicht. Wir haben die hyperaktiven und konzentrationsschwachen ADHS und ADS-Kinder und wir haben die Depression als riesige Erkrankungsgeschichte in unserer so ja, medizinisch gut gehaltenen ersten Welt. Aber wie gesagt, heute soll es um die neurodegenerativen Erkrankungen gehen und hier spezifisch nur um Demenz und Alzheimer. Auch nicht um Parkinson habe ich schon manchmal vermischt mit Demenz und Alzheimer. Heute möchte ich es trennen. Was ist allgemein bei den neurodegenerativen Erkrankungen das Thema? Es ist ein Abbau der Gehirnmasse, die uns beim Denken unterstützt, die unser Denken überhaupt erst vonstatten gehen lässt. Und hier ist es natürlich ein großes Thema, die Durchblutung. Und darum sagen auch manche, Demenz, Alzheimer ist eine Durchblutungsstörungserkrankung. Viele sagen auch, der Blutzucker spielt ein Thema drum, ist für viele Menschen auch die Alzheimer-Erkrankung eigentlich ein Diabetes Typ 3, also die Ganzheitsmedizin geht in die Richtung, dass man da den Alzheimer, den anderen Blutzuckererkrankungen wie 1er Diabetes, 2er Diabetes oder auch den Schwangerschaftsdiabetes gleichsetzen könnte, indem da Blutzucker, also Zucker von den Gehirnzellen nicht mehr gut verwertet werden kann. Also es gibt schon einige, die sagen, Alzheimer wäre ein Diabetes Typ 3. Was fehlt dem Gehirn? Woraus besteht eigentlich das Gehirn, wenn man sich so anschaut? Das Gehirn ist unser, sage ich immer, überspitzt fettestes Organ und daher braucht es auch viele Fette und es braucht sehr viele gesunde Fette und da sind besonders die Omega-3-Fette ein Thema. Also primär mal die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, aber in der Gruppe der mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind es besonders die Omega-3-Fette, die wir von Fisch essen kennen, die wir vom Leinöl kennen, die wir vom Arganöl kennen, die wir vom Kokosöl kennen und dergleichen. Immer wenn wir irgendwo Fette haben, dann sind diese Fette besonders anfällig für oxidativen Stress, also dass sie quasi oxidiert werden. Da sind wir bei den freien Radikalen, das heute ein Thema sein wird. Wir sind bei Entzündungen, die ein Thema sind. Wir sind bei Giftstoffen, die im Gehirn doppelt ein Problem machen, weil sie besonders ins Fett eingelagert werden und eigentlich das Gehirn evolutionär eine schlechte Entgiftungskapazität hat, weil es eigentlich primär geschützt ist vor Giftstoffen, nämlich durch die Blut-Hirn-Schranke. Nur unser modernes Leben mit dem ganzen Elektrosmog, den wir haben, mit den ganzen Belastungen durch Stress, den wir haben und unseren immunologischen Herausforderungen, ist die Blut-Hirn-Schranke, also die Schutzschicht des Gehirns immer mehr in Mitleidenschaft getreten und es kommt immer mehr zu
Stofftransport vom Körpersystem ins Gehirn. Also das, was vor sicher 100 Jahren noch kein Thema war, ist heutzutage ein allgegenwärtiges Thema, dass die Blut-Hirn-Schranke immer öfter offen ist. Und da ist zum Beispiel der Elektrosmog ein großes Thema. Die Genetik spielt natürlich auch eine Rolle, wie bei allen Erkrankungen, dass man, hat man in seiner Familie einen Alzheimer-Fall unter 50 oder mit 50, dann ist die schon eine familiäre Komponente. Ich werde am Schluss aber dann auch über die neue Medizin sprechen und da gibt es ja keine Genetik, keine Vererbung, sondern da gibt es nur gleiche Muster, gleiche Lebensverhältnisse, gleiche Schockerlebnisse in der Familie, die sowas auslösen. Viele von uns erleiden im Laufe des Lebens ja auch Schlaganfälle, was ja auch zu einer Degeneration im Hirn führen kann. Und hier sind es besonders die Mini-Schlaganfälle, hier als TIA bezeichnet, die uns immer mehr Regenerationsdefizite im Gehirn vonstatten gehen lassen. Insgesamt ist es ja so, dass die Gehirnzellen sich kaum regenerieren, bis vor kurzem haben wir geglaubt, gar nicht, aber sie regenerieren sich kaum. Die Verknüpfungen unseres Gehirns werden zu 80% in den ersten drei Lebensjahren gemacht. Alles andere ist eigentlich nur mehr Verstärkung und ein bisschen dazu, aber 80% passieren in den ersten drei Jahren durch unser Bewegen, Lernen, Reden, Lernen, was auch immer. Dieses Hauptlernen ist die größte Prägung, die wir haben. Die Mini-Schlaganfälle kommen durch unsere Ernährungs- und Bewegungsstile, die uns leider unsere Gefäße im ganzen Körper verschlacken lassen, verkalken lassen, in Mitleidenschaft treten lassen. Also das sind da die Dinge, die rund um die Degeneration im Hirn ein Thema sind. Und ich möchte es ganz spezifisch in die Richtung Demenz und dann auch Alzheimer für Sie erklären. Also allgemein bei den neurologischen Erkrankungen, es sind Alterserkrankungen, ja, weil eben die Regeneration übers Leben immer schwächer wird. Unsere Leber ist Regenerationsweltmeister, unser Herz ist ja schon deutlich schwächer, die Nieren und dergleichen auch weniger, aber unser Gehirn ist mit den Augen, mit den Zellen der Augen der schwächste Regenerationspart in unserem Körper. Da wird wenig repariert, wenig regeneriert. Der Aufbau des Gehirns ist auch deutlich unterschiedlich zum Rest des Körpers. Also wir haben ja nicht das Bindegewebssystem für die Versorgung und Entsorgung, sondern wir haben eigene Zellpopulationen, die für die Versorgung und Entsorgung der Nervenzellen verantwortlich sind. Das sind die Schwannschlusszellen auf der einen Seite oder die Armenzellen mit anderen Namen auf der anderen Zellen. Die sind für die Ernährung verantwortlich und für die Umstände, dass es den Nervenzellen gut geht, im ganz Groben. Aber wir haben eben im Gehirn Regenerations- und Reparaturschwäche. Auf der anderen Seite haben wir durch unseren Lebensstil doch immer mehr, was repariert werden sollte, durch den oxidativen Stress von der Lipidoxidation, sagen wir mal her, also von der Fettoxidation in den Zellen da oben. Wir haben das Problem, dass auch immer mehr Schlackenstoffe dort angereichert werden und damit das Funken zwischen den Zellen möglicherweise schwieriger macht, beziehungsweise es zu Ablagerungen kommt, die schlussendlich dann auch die Nervenzelle zerstören, weil einfach die Regeneration nicht mehr vonstatten gehen kann. Also wir haben das, was wir im ganzen Körper auch haben, aber leider auf einer Basis, die ja diesem System an Problemen eigentlich nicht gewachsen ist. Und dann haben wir noch ein weiteres Problem. Das sind nur Zellöfen, also die Gehirnzellen haben sehr wenige Zellöfen, die sind zwar sehr, sehr effektiv, also die haben quasi Kernkraftwerke da oben, aber dafür nur wenige. Und wenn da eines der Kernkraftwerke abschaltet, dann haben wir ein Problem. Seine Leberzelle hat, sagen wir mal, 6000 Öfen, die auch kapazitär sehr, sehr gut sind. Wenn da mal 1000 abschalten, hat man immer noch 5000, aber bei einer Gehirnzelle, wo man von wenigen Hunderten bis Dutzenden reden, wenn da mal ein paar ausfallen, dann kann es gleich einmal auch Probleme geben. Und die Kraft der Zellöfen kommt ja aus den Vitalstoffen, die wir haben, nämlich Q10 zum Beispiel ist ein wichtiger Vitalstoff für die Zellöfen. Die B-Vitamine sind ein wichtiger Vitalstoff oder wichtige Vitalstoffe. Und wenn es an denen hapert, dann haben wir da auch ein Problem. Das heißt, wir haben die Probleme wie im ganzen Körper nur eben auf einem System, das eigentlich mit diesen Problemen über Jahrhunderte eigentlich kein Problem gehabt hat. Und es müsste sich jetzt erst über Jahrhunderte und Generationen erst an diese Probleme anpassen. Und das ist das, worin wir jetzt gerade stehen in dem Bereich. Die Entwicklungen
Die negativen Entwicklungen sind so stark, die evolutionären Entwicklungen können dem nicht Parole bieten. Und aus dem Grund haben sehr viele Menschen schon in frühen Zeiten, sagen wir im jugendlichen Alter von 40 schon Gedächtnisprobleme und denken sich, das ist schon die Demenz. In Wirklichkeit ist es nur die Überforderung. Wir haben sehr viele Kinder mit Persönlichkeitsveränderungen von Anfang an und wir haben dann eben ältere Menschen mit Orientierungsschwäche, Kommunikationsproblemen, motorischen Problemen und dann eine Riesengruppe von emotionalen Kompetenzproblemen. Das heißt, auch wie im ganzen Körper, wir haben eine Schwäche, eine Schädigung und wir haben aber trotzdem eine Überforderung von außen. Also wir werden ständig von Millionen von Signalen gefordert und das kann unser Gehirn auf Basis dieser Probleme nicht ewig leisten. Das ist so in einem Satz, warum es bei uns immer mehr Probleme gibt in diese Richtung. Wenn wir jetzt die Alzheimer-Erkrankung anschauen als das Thema heute, dann ist es die Neurodegeneration im besten Sinn. Es ist eine Entwicklung, die über Jahre gehen kann, selten über Jahrzehnte, also nicht so wie bei Krebs über Jahrzehnte, sondern über Jahre. Kann natürlich auch Jahrzehnte sein, aber meistens reden wir von einem Jahrzehnt, von der einfachen Vergesslichkeit. Und da lässt zuerst das Kurzzeitgedächtnis nach und dann ist das Langzeitgedächtnis bis zur Orientierungsverlust, bis zum Verlust der sozialen Kompetenz, also dass dann mit der Außenwelt nicht mehr in Kommunikation getreten werden kann, wie auch immer. Schlussendlich im Maximalfall der Erkrankung erkennt der Patient auch sein eigenes Spiegelbild nicht mehr und fürchtet sich davor und zieht sich dann komplett zurück. Ich werde es dann im letzten Abschnitt über die neue Medizin ein bisschen erklären, was da eigentlich passiert, was da rein unphysiologisch von der Evolution her der Sinn dahinter ist. Es gibt immer einen biologischen Sinn, auch wenn man ihn nicht versteht bei Krebs, wenn man auch nicht versteht bei Alzheimer-Patienten, aber es gibt einen, den die Natur sich über die Jahrhunderte und Jahrtausende überlegt hat. Die ganzen neurodegenerativen Krankungen sind sowieso die modernsten Krankheiten in unserer zivilisatorischen Welt, also für unsere Evolution die neueste Spitze des Eisbergs. Nur, dass man den Parkinson da auch nochmal in Beziehung setzt zur Demenz. Also beim Parkinson geht es eher darum, dass man Bewegungsarmut hat. Ich nenne es immer so, der Zappel-Philipp ist der Anfang und der Parkinson ist das Ende eines Problemlebens Richtung Parkinson. Das heißt, man kann die Muskulatur des Körpers nicht mehr richtig verwenden, hat dann Probleme mit der Mimik, Muskelsteifigkeit, hat dann ein erhöhtes Zittern. Das ist quasi ein Gegenversuch des Körpers gegen Bewegungsarmut etwas zu tun und hat dann schlussendlich Gleichgewichtsstörungen am ganzen Körper. Manche Patienten berichten sogar, dass sie in der Physiotherapie das Gefühl haben, es wären Zahnräder in ihren Gelenken am Werte. Also sie können quasi diese normalen Bewegungen, die wir so haben, diese schwingenden Bewegungen gar nicht mehr ausführen. Und insgesamt, sie können sich dann oft nicht mehr selbst ernähren, weil sie den Löffel nicht mehr zum Mund bringen und dergleichen. Aber nur, dass man da weiß, da geht es eher um Dopamingeschichten, da geht es wirklich um das Absterben spezifischer Zellen, die für unser neuronales System sehr essentiell sind, besonders für Bewegung, aber auch natürlich für unser Glücksgefühl. Also Parkinson-Patienten sind auch meistens auf der depressiven Ebene. Aber wie gesagt, sollte heute kein Thema sein. Nur, dass man so den Unterschied merkt. Das eine ist eher so Ablagerungskrankheit, so sage ich immer bei Demenz und Alzheimer. Und bei Parkinson ist es eher so ein spezifisches Zerstören von ganz gewissen Bereichen. Und wenn man sich jetzt so anschaut, wie ist das mit unserer Blut-Hirn-Schranke, wie ist es so mit freien Radikalen, dann habe ich links einmal ein Bild auf der nächsten Folie, wo es darum geht, dass freie Radikale eben besonders die Zellhülle, diese Doppellipidschicht, diese Fettschicht, die jede Zelle umgibt, zerstören kann, indem sie sie oxidiert. Damit hat man dann ein Problem, dass, wie gesagt, im Gehirn nur sehr schlecht aufgearbeitet werden kann. Also der Körper ist nicht dazu gebaut, da so viel zu investieren, weil er eigentlich gar nicht drauf
trainiert ist, im Körper viel zu reparieren. Auf der anderen Seite, wie kann man sich die Blut-Hirn-Schranke vorstellen? Die Blut-Hirn-Schranke ist nichts anderes als ein Gefäßsystem, das halt ein bisschen dicker ist wie im normalen Körper, dass da noch eine Schicht dabei ist, wo dann wirklich nur kontrolliert Nährstoffe in den Bereich des Gehirns eintreten können. Und hier der Nährstoff Nummer 1 ist ja Zucker. Also das Gehirn braucht eigentlich ja Sauerstoff, okay, und Zucker und dann nicht mehr viel. Es braucht zwar ein paar Mineralstoffe, ein paar Aminosäuren und was auch immer, aber hauptsächlich als Energielieferant ist der Zucker das Thema. Und daher ist dieses Gefäßsystem verstärkt, weil eben für den Zucker gibt es eigene Wege, die sind auch wirklich kontrollierte, aktiv durch Energie abgesicherte Pathways, sagt man auf Englisch. Und wenn dann alles so passt, dann ist es so, dass auch nichts anderes mehr durchgehen kann, unkontrolliert. Aber eben diese Verbindungen der einzelnen Zellen in den Gefäßen, die diese Blut-Hirn-Schranke, diese Zusatzschicht bauen, die werden halt undicht. Die werden halt durch unsere Umweltbedingungen immer mehr beeinträchtigt. Und das sind die Schwermetalle ein Riesenthema, wie zum Beispiel das Quecksilber der Plomben. Es ist der Elektrosmog ein Riesenthema. Es ist aber auch ein Thema, wie wir mit dem Zuckerkonsum umgehen. Gut, also wir haben schon gehört, es ist so ein Ablagerungsproblem von der Demenz, es ist aber auch ein Energieproblem der Demenz, es ist ein Gefäßproblem der Demenz, es ist ein Zuckerproblem der Demenz, die uns über die Jahre und Jahrzehnte zum Problem wird. Also bei der Demenz reden wir schon von einer Entwicklungszeit von vielleicht 20 Jahren, von dem ersten möglichen Schwachpunkt in der Regeneration, in Aufbau in dem Energiestoffwechsel im Gehirn, bis zu dem, dass der Körper dann sichtbar Zeichen setzt. Alzheimer ist ja quasi nur das Ende der Fahnenstange, das ist dann etwas, das wird dann von meiner Seite her durch Viren besonders gelenkt. Was brauchen wir für die Energiestoffwechselgeschichten im ganzen Körper? Wir brauchen B-Vitamine. Die sind für den Energiestoffwechsel wichtig, sie sind aber auch wichtig, um besondere körpereigene Giftstoffe zu neutralisieren, und das ist für die Gefäße, weil wir von Gefäßproblemen reden, besonders das Homocystein, das ich schon an anderer Stelle öfter mal erwähnt habe. Das Homocystein ist ein Stoffwechselendprodukt im Eiweißstoffwechsel, eines der Endprodukte, und das ist für mich einer der toxischsten Stoffe für die Gefäße und macht nicht nur den Gefäßen Probleme, sondern wenn eben auch die Blut-Hirn-Schranke es zulässt, auch den ganzen Gehirnzellen ein Problem. Also das Homocystein, das wir als Problemstoff im ganzen Herz-Kreislauf-System kennengelernt haben schon oder jetzt für Sie jetzt als Thema ist, ist auch ein Giftstoff, ein toxischer Stoff für die Gehirnzellen, wenn er im Blutgefäßsystem im Gehirnbereich zu stark produziert wird. Was ist der Gegenspieler in diesen Abbauprozessen? Vom Methionin, so ist die Ausgangsbasis, das ist das Aminosäure, aus dem das Homocystein entsteht, das sind die B-Vitamine. Und hier besonders die B-Vitamine B6, B9 bis 12. Das heißt, wir müssen uns bei den drei B-Vitaminen immer hoch dosiert zuführen, um die übermäßige Produktion von Homocystein zu verhindern, beziehungsweise das Ganze ausleiten zu können, beziehungsweise das Ganze wieder zu recyceln zu einem harmlosen Methionin. Also das heißt, B-Vitamine sind für die Gesundheit unserer Gehirnzellen essentiell. Gegen die freien Radikale für sich brauchen wir natürlich Antioxidantien. Da gibt es zwei Varianten. Also entweder wir erhöhen das körpereigene Glutathion, das ist unser Hauptantioxidant im Körper, ist durch die Zufuhr von Cystein. Das ist jene Aminosäure, die da essentiell wichtig ist für die Produktion von Homocystein. Oder wir ernähren uns extrem antioxidantienreich mit Gemüse, Obst und dergleichen. Und hier besonders mit der Schale, alles was von der Schale her sehr dunkel ist oder rot, blau, schwarz ist, hat sehr viele Antioxidantien. Aber auch grüner Tee hat sehr viele Antioxidantien und dergleichen. Auf der anderen Seite als Material für den Wiederaufbau von vielleicht möglicherweise durch freie Radikale zerstörte Oberflächen, also Zelloberflächen, brauchen wir dann ein bisschen ein gesundes Cholesterin, also das HDL, und wir brauchen, um das ganze System wirklich gut zu steuern, von der Entzündungsanfälligkeit her, viel Omega-3-Fettsäuren, damit unser Gehirn auch immer ein gesundes, fettes Organ bleibt. Und hier habe ich ja schon gesagt, Leinöl, Arganöl, Fischöl und dergleichen. Die Enzyme, die am
Entgiftungswerk im Gehirn sind, die macht sich der Körper selber. Da können wir ihm nur einerseits helfen, indem wir eine gute Verdauung haben im Magen, aber wir können ihm die Aktivatoren, die quasi Hilfsstoffe für die Enzyme am Arbeiten halten, nämlich hier besonders die Spurenelemente Zink und Selen zuführen. Und da haben sehr viele Leute ein Defizit. Nämlich ein Glutathion kann nur arbeiten, wenn auch ein Zink oder ein Selen da ist, weil das so die Kofaktoren sind in der ganzen Maschinerie. Auch bei den ganzen Geschichten, wo ich gesagt habe, Alzheimer geht dann Richtung Viren, auch da werden wir nochmal auf diesen Punkt zurückkommen. Was sind jetzt so die negativsten Aspekte unserer Umwelt auf unsere Gehirnzellen neben dem Elektrosmog? Auf der einen Seite das allgegenwärtige Aluminium, das Gott sei Dank in den letzten 5 Jahren immer mehr aus unseren Deos entfernt worden ist, aber wir haben halt 50 Jahre Aluminium gehabt. Dann leider auch das, was wir noch nicht aus unseren Pflegemittel herausgebracht haben, nämlich das Fluor, ist ein Riesenthema, nämlich aus der Zahnpasta, wo wir ja immer noch glauben und zu wissen, obwohl ich noch keine Studie gesehen habe, die das beweisen hat können, dass Fluor unseren Zahnschmelz stärkt. Auf der anderen Seite ist Fluor giftig und macht dem Aluminium die Türen auf für das Gehirn, das ist so ein Thema. Der Gegenspieler vom Aluminium ist das Silizium, da sage ich immer, Schutzfaktor wäre hier eine Kieselerde zum Beispiel. Und das Aluminium für sich, wenn man das in Studien sich betrachtet, dann geht es wirklich daher nicht als primärer Giftstoff, sondern als Kofaktor für andere Geschichten, wo die Aluminiumkonzentration eine große Rolle spielt für die Degeneration. Auf der anderen Seite habe ich schon heute erwähnt, dass Quecksilber. Quecksilber wird sehr häufig in den Gehirnen von Alzheimer-Patienten gefunden, nach ihrem Tod, nach einer Biopsie oder Autopsie, Entschuldigung, Biopsie meine ich dann das im Detail schon. Wenn man sich die Gehirne von Alzheimer-Patienten dann anschaut nach ihrem Tod, dann hat man meistens einen sehr starken B-Vitaminmangel in den Bereichen, wo man diese berühmte Plaques sieht, also diese veränderten Bereiche. Man hat dort meistens hohe Dosen von Quecksilber oder Blei. Und wenn dann noch Kupfer auch dabei ist, dann verstärkt sich die Giftigkeit dieser Schwermetalle noch einmal ums Vielfache. Was man auch schon seit langem wissen, ist, dass Aspartam ist ein Riesenproblem. Und da sind wir bei den Kaugummis, bei den Kindern und wir sind bei den Leitprodukten für die Erwachsenen. Und da sind wir nicht nur bei Cola Light, sondern bei allen anderen Leitprodukten. Weil das ist wirklich ein Riesenthema für unsere Blut-Hirn-Schranke gemacht, die oder es zieht die Metalle so richtig ins Gehirn rein. Die Zitronensäure auf der anderen Seite macht das Leaky Gut-Syndrom und produziert damit auch extrem viel Giftstoffe, die dann körpereigen nochmal dem Gehirn Probleme machen. Alle, die so manchmal Tage haben, wo sie gar nicht voll bei Sinnen sind, die sind dann nicht alkoholisiert, sondern die haben meistens ein Ammoniakproblem aus dem Harnsäurezyklus, was sich besonders stark aufs Hirn auswirken kann. Und auch beide können direkt Gehirnzellen zerstören. Also die Zitronensäure, die wir fast in allen Getränken haben, und das Aspartam, das wir als Zuckerersatzstoff haben. Gut, von der Genetik her gibt es schon einen genetischen Faktor, der uns anfälliger machen kann. Könnte für Demenz und Alzheimer, das ist Apolipoprotein E, Entschuldigung. Da sind wir im Bereich des Fettstoffwechsels, das ist ja Transportmoleküle von Fetten, von den Triglycerilen. Und wenn wir in diesem ApoE-Molekül sehr viel Cystein drin haben, dann haben wir ein vermindertes Risiko. Das heißt, dann kann das transportierte Fett nicht ranzig werden, so sage ich das ganz lapidar. Haben wir zu wenig Cystein in diesen Transportern, dann kann das transportierte Fett ranzig werden. Und das sind eben diese genetischen Veränderungen. Also ApoE Typ 4 haben wenig bis kein Cystein im Molekül. ApoE Typ 2 Menschen haben 2 Cystein-Moleküle pro ApoE-Molekül. Das ist dann ein sehr guter Transporter für die Fette. So wie auch
Cholesterin transportiert wird von unserem HDL und LDL. So muss man sich das vorstellen. Gerade im Gehirn wird es von diesen Versorgungszellen produziert. Und wenn es da oben gut transportiert werden kann, das Fett ohne ranzig zu werden, dann kann sich das Fett auch gut oder kann sich das Gehirn auch gut versorgen. Wir haben gerade gehört, was ist das Cystein, was macht das Cystein? Das Cystein ist eines der Hauptbausteine von Glutathion, unserem Hauptantioxidant. Also das heißt, da haben wir wieder den Ringschluss für Ihr Denken, dass Sie wissen, woher kommt das Ganze. Aber wie gesagt, wenn Sie mal wissen, dass in Ihrer Familie der ApoE Typ 4 ein Thema ist, dann sollten Sie zusätzlich einfach viel Cystein Ihrem Körper geben. Und heute soll es ein bisschen ja, technischer auch werden, sage ich mal, weil die Zuhörer, die ich so habe, meistens ja sowieso schon einiges von mir gehört haben. Hier nochmal der Vergleich von den Zellöfen. Hier habe ich links gezeigt, die Leber, oder möchte ich zeigen, die Leber, die pro Leberzelle, und da reden wir von einer Leberzelle, 5000 Mitochondrien und 5000 Zellöfen haben. Auf der anderen Seite hier mal so gezeigt, eine Nervenzelle mit ihren langen Ausläufern, wo sie dann mit anderen Nervenzellen wieder in Kontakt ist. Da reden wir nur von einigen hunderten Mitochondrien. Und wie gesagt, da ist eben das Problem, wenn es da Probleme gibt, und Mitochondrien produzieren selbst sehr viel freie Radikale, wenn sie sich vor denen nicht selbst schützen können, dann zerstören sie sich selbst auf Dauer. Das ist aber auch die Geschichte, dass Mitochondrien über die Mutter vererbt werden, über die mütterliche Schiene vererbt werden. Also hat man da ein aufgezeichnetes Mitochondrienproblem, dann muss man auch in diese Richtung ein bisschen sensibler werden. Insgesamt ist die Mitochondrienmedizin noch sehr in den Kinderschuhen, aber allgemein geht es da besonders um die B-Vitamine, es geht ums Q10, es geht um Alpha-Liponsäure und dergleichen. Also das wird so der Bereich, wo sich die orthomolekulare Medizin hinentwickelt wird, nämlich zu den Mitochondrienproblemen, die uns in den nächsten 20, 30 Jahren sehr, sehr viel Neues bieten wird und auch sehr viele Probleme machen wird. Aber nur, dass man so den Unterschied sieht, warum sind Mitochondrien-Geschichten eher bei Augen und auch bei Nervenzellen das Problem und nicht bei Leberzellen. Leber, wie gesagt, ist super im Regenerieren, und wie gesagt, wenn einmal 1000 Mitochondrien abgeschaltet sind, haben immer noch 4000 gute Arbeit, obwohl man es auch da nicht unterschätzen darf. Aber wie gesagt, Mitochondrien, wenn die kaputt werden, dann ist es der erste Bereich der Degeneration. Und wie werden Mitochondrien kaputt? Indem über das Leben immer mehr freie Radikale entstehen. Normal kriegen die Mitochondrien die Nährstoffe, Zucker in dem Fall, und Sauerstoff, und der wird in den Mitochondrien verbrannt in den Zellöfen, und es entsteht unser Energiemolekül, das ATP. Das ist auf der linken Seite dieser Abbildung als grüne Punkte zu sehen. Und als Rauch aus den Öfen kommt dann eben die Antioxidantien, Entschuldigung, die freien Radikale, und da haben wir einen guten Schutz von Antioxidantien, hoffentlich in dem ganzen Bereich, dass da nichts schief geht. Über die Jahrzehnte gesehen werden die Antioxidantien immer schwächer, oder es gibt immer mehr Baustellen im Körper, und daher produziert der Körper immer weniger unserer Energie, unseres ATPs, und immer mehr Antioxidantien. Das ist das, freie Radikale, Entschuldigung, freie Radikale. Und das ist das, was wir als Altern kennen, nämlich dass dann einfach weniger Energie da ist, aber viel mehr Schadstoffe da sind im Körper. Das sind diese Radikale. Da gibt es nicht nur die Sauerstoffradikale, sondern auch die Stickstoffradikale, und die machen gemeinsam nochmal die Superoxidradikale. Also von daher ist das, was wir als Altern kennen, diese grundsätzliche Schwäche in der Antioxidantienproduktion oder die Verstärkung der Radikalproduktion. Und das ist natürlich im Gehirn doppelt schlecht. Wenn dann noch wirklich dazu kommt, dass die Erbsubstanz, die Zellöfen haben eine eigene Erbsubstanz, wenn die dann auch noch zerstört wird oder und nicht mehr regeneriert werden kann, dann sind wir bei Symptomen, die nicht nur Alzheimer und Parkinson betreffen, sondern auch bei Diabetes, Herzgeschichten, Multiple Sklerose, Fibromyalgie, Migräne und dergleichen ein Thema ist. Das heißt, diese Zellöfen werden wirklich zu einem Problem, dass sie ineffektiv sind, falsche Informationen produzieren und dann nur mehr als freie Radikal Produzenten leider ein Thema sind. Wir sind aber von ihnen abhängig, weil ohne Zellöfen, ohne Energie fährt kein Auto, also lebt auch keine Zelle in unserem Körper. Nur, wir müssen darauf aufpassen,
dass die Information in den Mitochondrien immer passt und dass die Produktion der freien Radikale nicht übermaßen da ist und dafür die Produktion von Energie hoch bleibt. Das schaffen die meisten ab einem gewissen Alter nur mehr durch die Zuführung von Vitalstoffen. Und wenn man sich das Ganze jetzt anschaut, ein bisschen in der Größe, zwar auf der Ebene der einzelnen Zellen, wenn man sich dann anschaut, wie das dann vonstatten geht im Entwicklung einer Demenz, dann muss man sagen, okay, wir haben da unsere gesunde Gehirnzelle, die geschützt ist durch eine Ummantelung, durch eine Isolierung, und in dem Bereich wird immer schlechter versorgt und immer mehr Ablagerungen entstehen dort. Also das heißt, die Wurzeln unseres Baumes kriegen immer weniger Energie und Wasser aus dem Boden raus, wenn man sich das so für eine Gehirnzelle überlegt. Und damit baut leider unser Gehirn ab. Also wenn man ganz rechts die Bilder sieht von einem gesunden Gehirn mit dem Verhältnis von weißer zu grauer Substanz und dann weiter unten hat man dann ein quasi ausgehöhltes System von einem Gehirn, das nach außen noch als Gehirn wenig Probleme zeigt, aber innerlich in der Feinstruktur dann natürlich eine Vielzahl von Zellen verloren hat, die für das Denkvermögen, für das ganze Verhalten, für das ganze Regulieren des Systems Mensch, des Stoffwechselmensch verantwortlich sind. Das heißt, die Zellen sterben, werden ausgehöhlt, verlieren ihre Funktion, und das ist dann schon ein bisschen irgendwann einmal ein Dominoeffekt. Und wie ich schon öfter gesagt habe, ist für mich, und das habe nicht ich erfunden, sondern viel wichtigere Leute und viel intelligentere Leute aus dem amerikanischen, wie auch Dr. Klinger, ein Deutscher, der jetzt auch in Amerika ist, also denen ist einfach aufgefallen, dass man in den Gehirnen von Alzheimer-Patienten dann gehäuft Viren findet, und da besonders harmlose Herpesviren, die wir alle haben, wo auch die Infektionsrate in den ersten 5 Jahren unseres Lebens am höchsten ist und dann eher sehr stark abnimmt. Also wir kriegen die Herpesviren in den ersten 5 Jahren unseres Lebens und dann eigentlich kaum mehr. Aber der Einstieg von Herpesviren ins Gehirn geht über die Nase, also da sind wir ja als Kinder gerne mal ständig verstopft. Und diese Viren aus der Herpesvirus-Familie, die da besonders ein Thema sind, sind die HHV6, also denen hat man keinen eigenen Namen mehr gegeben, so wie Herpes simplex oder Varicella zoster oder Epstein-Barr oder Zytomegalie-Virus, sondern die hat man nur mehr benannt mit einer Nummer, nämlich HHV6 oder Typ 6. Bei denen hat man zeigen können, dass die, wenn die ins zentrale Nervensystem eindringen, wirklich eine Verstärkung der normalen Neurodegeneration, wie ich sie jetzt gezeigt habe, durch das Zuckerproblem, durch den Sauerstoffproblem, durch die Schlackenablagerung, durch die Giftstoffbelastungen, durch die Überforderung, durch den Elektrosmog, dass das dann nochmal verschärft wird. Und die Ganzheitsmediziner sagen dann ganz offen, wie gesagt, okay, eine Demenz hört einfach irgendwann mal aus, stoppt einfach bei einem gewissen Degenerationsbereich von, sagen wir mal, 40%, also man kann nur mal 40% seiner Leistungsfähigkeit der Gehirnzellen abrufen, aber bei der Demenz geht es dann wirklich bis null. Ah, bei dem Alzheimer-Demenz, Entschuldigung, bei der Alzheimer-Demenz geht es bis null. Und das ist, weil das Immunsystem dann den Rest erledigt. Das Immunsystem kämpft dann die Viren zu Tode, und die Viren sind scheinbar stärker, weil das Immunsystem dann im Alter schwächer wird. Und die Viren leben ja in den Gehirnzellen selber und zerstören die in ihrem lytischen Zyklus. Das heißt, wenn die sich vermehren in einer Gehirnzelle und dann nach außen brechen in ihrem Zyklus, dass sie dann sich wieder auf andere Gehirnzellen stürzen und die dann wieder infizieren. Also das ist so ein Bereich, wo das Immunsystem dann nicht mehr in der Lage ist, die zu kontrollieren, und die Viren dann ihr tödliches Spiel machen einerseits, und das Immunsystem, das dann nur mehr nicht mehr agieren kann, sondern reagieren kann, muss dann leider auch die zerstörerische Wirkung, dass sie einfach Gehirnzellen, infizierte Gehirnzellen abtöten, muss bewerkstelligen. Das heißt, hat man schon ein geschwächtes Gehirn und dann eben einen viralen Infekt, von dem man aber so nichts mitkriegt, sondern den hat man einfach, weil man einfach ein schwaches Immunsystem hat, dann kann das der Rest der Geschichte sein. Die neue Medizin sagt ja, wir haben nicht umsonst diese Mikroorganismen bei uns, da werde ich dann am Schluss dann nochmal was dazu sagen. Also wir haben nie umsonst irgendwelche Bakterien, Viren, Pilze
in unserem Körper. Die haben immer irgendwo einen Sinn auch. Wenn man jetzt diesen ganzen Medizinern so ein bisschen zuhört, dann erlebt man so ganz neue Parameter oder hört von ganz neuen Parametern, die für uns, die wir normal nur unseren Hausarzt kennen und hoffentlich nie groß was anderes brauchen, ein bisschen neu sein müssen. Also wir sehen bei all diesen neurodegenerativen Krankheiten ein chronisches Defizit an B-Vitaminen und da ist die HPU-Störung ganz oben auf der Liste, wie auch der nitrosative Stress ein Thema. Da geht es einerseits bei der HPU um einen chronischen B6-Mangel, bei Nitrostress geht es um einen Vitamin B12-Mangel. Histamin ist ein Thema, zwar nicht so stark wie bei anderen Sachen, aber das sind alles Parameter, die jetzt nicht bei einem Hausarzt abgeklärt werden können, auch bei einem Facharzt meistens nicht. Das sind Bereiche oder Parameter, die nur von Spezialisten gemacht werden. Gibt es zwar genug Bücher darüber, aber es hat sich bei uns noch nicht durchgesetzt in der Labormedizin, die zu testen. Der Elektrosmog, so schwer man ihn testen kann, ich teste ihn immer gern mit meiner Bioresonanzanalyse und da kommen bei den jungen Leuten meistens WLAN raus, also Wireless LAN und Handys, bei den Erwachsenen kommt oft raus Mikrowelle und Elektroleitungen oder manchmal auch das SAT-Parabol, die SAT-Parabol-Antenne, also für den TV-Empfang. Das muss man halt dann erklären und ein bisschen auch neutralisieren, das kann man auch neutralisieren. Schwermetallvergiftungen aus, besonders den Plomben, aber auch aus der Umwelt, sind ein Riesenthema für die Ablagerungen und damit die Zerstörung im Alzheimer- und Demenzbereich. Die Borreliose ist nicht nur bei allen MS-Patienten zu finden, sondern auch bei vielen Alzheimer-Patienten, weil sie in Kooperation gerne mit Herpesviren vonstatten geht und sie quasi der Türöffner sind für die Herpesviren, besonders bei einer Neuroborreliose, wo man ja sagt, eigentlich eine MS ist eine Neuroborreliose, also eine Multiple Sklerose ist eine Neuroborreliose. So weiß man auch, dass bei den Alzheimer-Patienten sehr häufig eine Neuroborreliose da ist. Das heißt, die Borrelien, das sind für sich Bakterien, öffnen den Viren den Weg in das Gehirn. Und dann natürlich die Vitalstoffmängel auf der B-Vitamin-Seite. Also so werden Sie es vielleicht noch nie gehört haben oder gesehen haben, aber wenn Sie einen Spezialisten finden, dann sprechen Sie ihn auf diese Punkte an, dass man da untersucht werden sollte bzw. etwas tun muss zum Ausgleich. Was sind jetzt die Therapiemöglichkeiten für uns Gesunde, für Sie Gesunde, hoffentlich Gesunde? Kokosöl ist eine super Quelle für Omega-3-Fettsäuren, ist auch derzeit das, was meistens in den Communities gegen Demenz und Alzheimer promotet wird, als einfachste Lösung. Der grüne Smoothie, die Green Smoothies sind ein Riesenthema, gibt es sogar eigene sagen wir Rezepturen zur Demenzprophylaxe, sind zwar nicht bewiesen, aber haben sich gut eingestellt. Zur Entgiftung immer gut Knoblauch. Aminosäurequellen sind immer gut, Bohnen, Sellerie und dergleichen. Zur Entgiftung auch gut, immer Kurkuma, der Granatapfel, der Ingwer für die Immunstärkung ist ein gutes Thema. Der grüne Tee und die Weintraubenkerne als Hauptquelle von Antioxidantien von außen. Der Cayennepfeffer ist eine super Geschichte für Kreislaufanregung, also Leute, die schon Gefäßverkalkung haben und dann aber den Kreislauf stärken wollen, da ist der Cayennepfeffer ein Thema. Und insgesamt, wir haben ja gesagt, wir brauchen gute Fette, keine schlechten Fette. Schweinefleisch schwer zu reduzieren, wenn es Schweinefleisch ist aus einer Großzucht, wenn es bewegt wird, dann ist es halb so schlimm, aber wer hat schon ein Schwein mit Schwein, das 4 Hektar Grund hat zum Bewegen, das ist ganz, ganz selten. Und die Transfette aus unseren Backwaren, die quasi die Gegenspieler sind als gehärtete Fette, als ungesättigte Fettsäuren, als veränderte, erhitzte Fette, die den Omega-3-Fetten entgegenwirken. Also das wäre so für die primäre Prävention. Natürlich ist die Bewegung ein Thema. Natürlich ist Kreuzworträtsel lösen bis ins hohe Alter ein Thema. Natürlich ist die Kommunikation, das soziale Umfeld ein Thema. Aber ich muss mich einmal auf etwas konzentrieren, was meinen Bereich betrifft. In der sekundären Prävention, wenn schon die leichte Vergesslichkeit ein Thema ist, die leichte Demenz ein Thema ist, da muss man entgiften, entgiften, entgiften. Mit Chlorella, mit Zeolit, was auch immer, man muss entschlacken. Mit Enzymen, starken Enzymen, Ananas, Präparaten, Papaya, was auch immer, da gibt es verschiedenste Geschichten. Man muss sich auch um seinen
um seine Zähne kümmern, die ja im Alter meistens wirklich große Baustellen werden. Also wenn, dann mal groß aufräumen, aber das auch nur unter Schutz wäre wichtig. Man muss gegen Elektrosmog etwas tun, wenn man bis dato nichts getan hat. Man sollte seinen Schlafbereich kontrollieren, wenn der Schlaf schlecht ist, beziehungsweise wenn man das Gefühl hat, dass irgendwas nicht passt. Weil Schlaf ist da der wichtigste Gesundheitsfaktor, den wir haben. Und man muss sich seine Viren einmal anschauen lassen. Und da ist meistens auch die Schulmedizin nicht der richtige Partner, weil aktive Viren suchen wir ja nicht. Wir suchen ja passiv aktive Viren. Und da sind wir eher auch wieder auf der Ebene der Bioresonanz und dergleichen. Oder was schon auch ein Thema ist, wo die Schulmedizin da in diesem Bereich immer mehr hineingeht, ist die Mikroimmuntherapie. Aber wie gesagt, es gibt viel zu wenige von diesen Spezialisten, die sich anschauen, habe ich einen latenten Epstein-Barr-Virus, habe ich einen latenten Varizella-Zoster und dergleichen. Also einen normalen Schulmediziner oder einen normalen Virologen interessiert das eigentlich wenig. Man braucht die Bewegung, wir brauchen aber auch als einen der wichtigsten Moleküle auch auf der antioxidativen Seite für das Gehirn das Melatonin. Und da in hohen Dosen. Aber wie gesagt, das ist ein Thema, das sollten Sie mit den Therapeuten besprechen. Wir reden da nicht von 5 Milligramm, wir reden da von 50 Milligramm, was gefordert werden würde. Da gibt es schon ganz, ganz interessante Mini-Studien aus Amerika, wo bewiesen worden ist, dass da sich etwas bewegen kann. Wie gesagt, Melatonin geht bis 100 Milligramm, also die Männer brauchen ein bisschen mehr als die Frauen. Eines der wichtigsten Moleküle als Energieproduzenten im Gehirn ist das NADH, gibt es in verschiedensten Varianten als Nahrungsergänzungsmittel. Bei Omega-3 geht es immer ums Verhältnis von den drei, von den zwei Sachen EPA zu DHA. Und 2 bis 3 Gramm Omega-3 in guter Qualität ist schon einiges. Gegen die Folsäure, Homozysteingeschichte habe ich ja schon gesagt, geht es besonders um B6, B9, B12, also Folsäure ist B9 in einer hohen Dosierung. Das Lecithin ist so ein Thema als Baustein für Gehirnstoffwechsel. Acetylcholin ist da Hauptthema. Das Carnitin ist etwas, was den Stoffwechsel Richtung Fettstoffwechsel wieder sehr aktiv anregt. Also da hätte man einiges auch an Möglichkeiten. Wie ich schon gesagt habe, es gibt Mini-Studien mit Mitteln. Besonders zum Melatonin gibt es gute Studien, die aber leider sehr stark von Gegenstudien oder von Aufkauf oder von, wie auch immer, Beeinträchtigung zurückgezogen worden sind oder nie zum Ende geführt worden sind. Eines der Mittel, die es eigentlich schon gezeigt hat, dass es besonders bei Frauen, warum möchte ich hier jetzt gar nicht klären, weil es einfach zu kompliziert ist, Demenz stoppen und vielleicht sogar ausheilen kann, aber mal stoppen kann, ist das Lupron. Gibt es in Deutschland, gäbe es als Mittel, aber hat die großen Studien nie erreicht, ist wirklich in kleine Studien hängen geblieben und ist dann quasi schubladisiert worden, aber wäre ein Mittel. Wenn Sie da mal Ihren Arzt darauf ansetzen, dass er sich da mal schlau macht, da gibt es ein Patent von einer kleinen Firma in Amerika, die das produziert und auch verkauft. Aber wie gesagt, gegen die großen reinen Symptombehandlungstherapien der Schulmedizin ist es heute quasi gestorben. Wenn man mal davon ausgehen, dass es mehr geben muss als das, was ich gesagt habe von Giftstoffbelastung und von Elektrosmogbelastung und von verschiedensten Borrelien-Viren-Geschichten, dann sind wir eh bei der neuen Medizin, die ich immer neue Prävention nenne, weil ich möchte sie ja im Know-how so weit bringen, dass es gar nicht so weit kommt, dass sie in die Demenz, in den Alzheimer-Kreislauf hineinfallen, beziehungsweise dass sie dann erkennen, was ist, wenn sie sehen und spüren, da ist eine Veränderung da. Und dasselbe gilt ja nicht nur für Demenz und Alzheimer, sondern auch für die Lernschwäche im Alter. Also man hat ja auch da eine Lernschwäche. Also da gibt es laut der neuen Medizin ja einen direkten Zusammenhang. Und dieser direkte Zusammenhang heißt chronisch aktiver Trennungskonflikt. Darum haben ja heute so viele Kinder Lernschwäche, weil sie schon sehr früh, schon mit 1,5 Jahren in die Krabbelstube abgeschoben werden, weil das für die ja ein Konflikt ist, den sie nicht verstehen. Für die ist das ja ein, meine Mama liebt mich nicht mehr, Problematik zum Teil, wenn das nicht kommuniziert wird, und es wird oft nicht kommuniziert, es muss einfach so sein.
Und so ist eben die Lernschwäche so ein unaufgearbeiteter Trennungskonflikt. Und wenn man sich das ein ganzes Leben immer wieder mit Rezidiven überlegt, dass es da quasi immer wieder zu Trennungskonflikten kommt und jeder von uns hat im Leben öfter mal eine Trennung zu leiden, schlussendlich vielleicht auch von seinem Partner nach vielen, vielen glücklichen Ehejahren, dann ist es eine besonders harte Trennung. Aber so wie der Dr. Hamer immer wieder gesagt hat, wir haben da eine Mehrstufigkeit und er nennt halt die Alzheimer-Demenz eine hängende Heilung, also eine Heilung eines Trennungskonflikts, der nie fertig geworden ist. Also wir haben normal eine konfliktaktive Phase hier in Rot gezeigt, wo der Körper durch das, dass er uns vergessen lässt, dass wir uns trennen haben müssen, einfach ein glückliches Leben führen lässt. Das heißt, der Körper schaltet einfach unser Gehirn auf Halb-Effizienz um, dass wir unsere Trennung vergessen. Das ist ja das, was wieder aus der Tierwelt kommt. Das heißt, wenn wir getrennt werden von unserer Mutter, die uns gesäugt hat, viel zu kurz, also weil es von einem Raubtier angefallen worden ist, wenn das jetzt ein Reh ist, so hat das Kind einen Trennungskonflikt, hätte dann, wenn man es untersuchen würde, wenn man es könnte, eine Demenz oder hätte eine Lernschwäche, weil es einfach runtergeschaltet wird, um nicht zu sterben, weil es allein rein an dem sterben würde, dass sie sagt, okay, ich bin jetzt hilflos. Wenn es dann doch von einer anderen Hirschkuh aufgezogen wird oder anders überlebt, dann wird sich das bei der sofort wieder regenerieren. Das heißt, die kommt in die Heilung. Dieses Tier kann das ausheilen und kann auch diese Defizite wieder ausgleichen. Wenn man das aber überträgt auf unsere Menschen und unser Menschenleben, auf unsere zivilisierte Welt, dann kann es eben dazu führen, dass eben aus sozialen Aspekten her wir immer ein Gefühl haben, getrennt zu sein von unseren Erzeugern, unseren Eltern, weil auch vielleicht Liebe zu wenig da ist, sondern es ist immer nur eine Vernunftgeschichte oder eine soziale Geschichte. Und wenn das chronisch ein Trennungskonflikt ist mit ständigen Rezidiven, dass wir das dann auch mit unseren Partnern so erleben oder mit unseren Verwandten so erleben, dass auch da die Trennung nie aufgearbeitet wird, dann kann es dazu führen, dass es zu einem chronischen Abbau im Körper, zu einem chronischen auf 50% Laufen des Gehirns kommt. Und das nennen wir dann eben Demenz. Und im schlimmsten Fall dann Alzheimer, laut der neuen Medizin. Wie gesagt, der biologische Sinn dahinter ist, weniger leiden zu müssen, weil wir die Trennung vergessen. Das Problem ist aber jetzt von unserer sozialen, nicht biologischen, sondern sozialen Ebene her, dass da auch oft Schienen dahinter sind, weil alles, was wir mit der Trennung assoziieren, eine Schiene ergibt. Das heißt, wenn wir getrennt werden, dann ist sicher eine Schiene, zum Beispiel Kindergarten, es kann aber auch eine Schiene sein, Kinder allgemein mit anderen Kindern auf einmal zusammen sein zu müssen, wenn man ein Einzelkind ist. Die Schiene kann sein, eine Banane, das ist das erste Essen, das man gekriegt hat in der Krabbelstube. Also da können viele Schienen da sein und immer wenn ich dann diese Schiene erlebe, dann passiert dasselbe in meinem Körper wie beim primären Trennungskonflikt, dass ich nämlich die Trennung spüre und dass mein Körper dann das Vergessen wieder auslöst. Also das ist dann natürlich ein schwieriges Zusammenführen von verschiedenen Parametern, wo es dann wirklich schwierig wird, das zu lösen. Alzheimer passiert auch sehr vielen Menschen, die sehr hart zu sich und zu den anderen sind, weil sie eben sich davor schützen wollen, vor Trennung, also sie wollen sich davor schützen, dieses Gefühl nochmal zu haben, also die werden sehr harte Menschen, sehr meistens auch erfolgreiche Menschen, aber auch sehr harte Menschen im Familienumfeld, dass sie eigentlich nur akzeptieren, was etwas bringt. Und da ist eben, wie gesagt, die Liebe, die Zwischenmenschlichkeit immer auf dem, ein bisschen Rückzug. Und das ist aber genau das Thema, dass diese Menschen es als Schutz sehen, wenn sie sich nicht angreifbar machen, also liebenswert, liebensfähig machen, indem sie sich da als harte Individuen zeigen. Laut der Schulmedizin, laut der Neumedizin sind auch die ganzen Hautproblematiken, sind Trennungskonflikte genau dort, wo man seine Konflikte
am Körper assoziiert. Also wenn man zum Beispiel von seiner Oma nochmal gestreichelt wird als kleines Kind und die stirbt dann einige Wochen drauf, dann hat man dort, wo man gestreichelt wird, dann dieses Symptom der Heilung, der Trennung, und das ist dann zum Beispiel eine Neurodermitis. Wenn man zu schnell nach der Geburt von der Mutter weggenommen wird, ist das auch eine Trennung, und dann hat man vielleicht genau dort, wo man angegriffen wird von der Schwester oder von der Hebamme, seine Neurodermitis, nämlich genau in den Ellenbeugen und sowas oder in den Achselhöhlen. Dort, wo man halt dann vielleicht berührt wird, hat man dann vielleicht seine Neurodermitis. Also man sieht schon, da gibt es einiges, was neben der ganzen Wissenschaftlichkeit oder biologischen Geschichte mit der Alzheimer und der Demenz in Verbindung ist. Und allgemein ist das keine Frage des Alters. Es ist nur eine Frage des Willens. Was möchte man tun? Was möchte man aufarbeiten? Was kann man erkennen in seinem Leben? Insgesamt sagen ja auch immer alle, ja, im Alter fällt man in ein Loch, wenn man sich nichts aufbaut, obwohl man sich das als Junge gar nicht vorstellen kann, sondern eher wünscht. Aber wenn man sich kein soziales Umfeld aufbaut, keine Infrastruktur fürs Alter aufbaut, dann fällt man wirklich in ein Loch und hat dann das Problem, dass man in depressiven Verstimmungen sein Gehirn nur auf Halbmast fährt. Also use it or lose it ist da immer das Thema. Also man muss sich fürs Alter auch vorbereiten, sich selbst zu beschäftigen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Gut, das wäre es wieder mal in einer kurzen Stunde zum Thema Prävention. Heute ist es darum gegangen, Alzheimer und Demenz. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was Neues erzählen. Wer mehr Interesse hat, was die Energiemedizin zu diesem Thema, was die neue Prävention zu diesem Thema zu sagen hat, dem empfehle ich eine Ausbildung, die ich seit 3 Jahren anbiete, nämlich zum Präventionsreferenten oder zum Präventionspraktiker oder dann weiterführend zu einem Präventionsspezialisten, das ja den Präventionspraktiker ausmacht. Wir bilden alle Menschen aus, also nicht nur vorgebildete Gesundheitsspezialisten. Darum gibt es eben diese Mehrstufigkeit von Präventionsreferenten, wo man mal über die allgemeinen Zusammenhänge im Körper mit dem Stoffwechsel erfährt, was ist die Übersorgung, was machen die Alltagsgifte, was macht der Dauerstress. Sind alles Dinge, die von der Schulmedizin als nicht wissenschaftlich gebrandmarkt sind und damit auch nicht von einem Hausarzt oder einem Spezialisten besprochen werden. Für mich sind sie essentiell, aber wie gesagt, das ist etwas, was die Schulmedizin ausklammert und auch zum Teil negativ verfolgt. Beim Präventionspraktiker geht es dann darum, die Sicht der Dinge Richtung Entwicklung einer Krankheit zu sehen und da immer zuerst einmal die biologische Sicht der Dinge und für die, die dann wirklich weitermachen wollen, auch die Sicht aus der neuen Medizin, aus dieser biologisch-evolutionären Schiene raus zu zeigen, woher kommt die ganze Geschichte. Und alles hat seinen biologischen Sinn, auch wenn wir es nicht gerne hören und wahrhaben wollen. Großer Bereich der präventionspraktischen Arbeit ist natürlich Arbeit mit Geräten, und auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man mit Geräten aus der Bioresonanz oder anderen Technologien seinen Gewinn schöpfen kann und dann besonders den Suchenden, und es gibt sehr viele Suchende, helfen kann. Und wir machen es dann schlussendlich als Hilfe zur Selbsthilfe. Wir bauen Zentren auf in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wo es um die Hilfe zur Selbsthilfe geht. Was ich immer zum Abschluss sagen muss, alle Informationen, die Sie hier haben, sind mit einem Copyright beschützt. Wenn Sie Interesse haben, diese zu nutzen, so wie es meine Studenten und Absolventen nutzen können, dann bitte bei der Akademie Gesundheit 2.0 eine Information dazu anfordern und Ihre Frage stellen. Dann sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie wieder Interesse haben, in einem Monat gibt es das nächste Thema in der neuen Prävention zum Hören für Sie. Nächstes Thema ist, lassen Sie mich nachschauen, Herzgeschichte, also Herzinfarkt, Herzinsuffizienz und dergleichen. Aber in dem Sinn wünsche ich Ihnen jetzt einmal viel Freude mit dem, was Sie jetzt für sich gehört haben und erarbeiten werden mit sich. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören beim nächsten Mal zum Thema Prävention. Einen schönen Abend und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.